Hallo Wander- und Raumschleifen-Fans und herzlich willkommen bei einer neuen Folge mit Adventure Trails. Wir sind in Heidenburg in Hunsrück, ein sehr kleines Dorf, ist nicht so sehr bekannt und wollen eine neue Traumschleife heute wandern, die Wasserdichter Spurentour. Genau, und wenn ihr Lust habt auf eine schöne Wanderung, dann kommt mit. Ja, dann wie gewohnt ein paar Infos zur Tour. Der Wandercomputer wird wieder angeschmissen. Eva? Die Tour ist 13,5 Kilometer lang, hat 70 Erlebnispunkte, knapp 400 Höhenmeter und bisher ein bisschen matschig, weil es geregnet hat. Deswegen muss ich hier aufpassen, dass ich nicht abrutsche. Ja, genau. Also mal zur Abwechslung hat es wirklich mal gut geregnet heute Nacht hier oben. Und die Wege sind daher sehr nass und matschig heute. Man merkt aber, wie es jetzt langsam warm wird und ich glaube, das wird noch so gegen Mittag dann eine schöne Waschküchentour. Ja, ansonsten gehört hier oben die Strecke so ein bisschen zur Erlebnisregion Talfang. Und ja, bisher ganz schön. Ging so ja, offen über Felder bisher und ich glaube, hier hinten kommen wir jetzt aber gleich in den Wald. Mal sehen, was die Tour uns noch so bringt. Auch ganz lustig hier in der Strecke. Hier kann man scheinbar übernachten. Ich blende euch einfach mal die Internetadresse ein.
Vielleicht findet man ja da ein paar Infos drüber. Aber hier ist wie so ein Wohnzelt, unten gibt es so eine kleine Toilette. Vielleicht für den einen oder anderen Wanderer auch interessant. Muss man aufpassen, wo man hintritt. Der Weg hier kommt schon fast einem kleinen Klettersteig gleich. Jetzt waren wir noch Zeuge eines historischen Momentes hier hinter uns. Da hinten seht ihr noch die, den Forst-LKW stehen oder den Forst-Truck stehen. Skidder oder so ist das, glaube ich. Und die haben gerade die Brücke unten weggerissen bei der schönen Burgwelle. Da haben wir auch noch eine kleine Spende in Getränk zu uns genommen. Mhm. Und da wird jetzt gerade die neue Brücke aufgebaut, denn die alte hat es ein bisschen erwischt gehabt. Aber die Brücke war so schnell weg, der Bagger kam, zugegriffen, weg war genau. Sie. Wir konnten nicht was mehr rübergehen. Genau. War schneller weg, wie wir gucken konnten. Ja, aber dann beim nächsten Mal schon ein Highlight. Vielleicht der ein oder andere, der die Strecke dann läuft, macht mal ein Foto, wie die neue Brücke dann aussieht. Interessiert uns. Und einfach mal unten in die Kommentare oder uns zuschicken. Irgendwo auf Instagram oder Facebook. Ja, man konnte jetzt auch gar nicht anders filmen, wie dahinter laufen ein bisschen. Da hat Sebastian dann doch keine Lust mehr, nochmal zurückzulaufen. Genau.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Wasserdichter Spuren. Eva, wie hat dir der Weg gefallen? Der war schön. Ich habe gar nicht mit so viel Anstrengung gerechnet. Ja. Aber ich glaube, ich sage jedes Mal, dass es anstrengend war, aber auch sehr schön und sehr abwechslungsreich. Man wusste tatsächlich nie so genau, was als nächstes kommt. Ja, auch ja. Die Felsen da hoch, das war sehr überraschend, ne, dass hier so Felsformationen ja. Einmal kommen. Allerdings halt auch sehr anstrengend, war halt auch so richtiges Waschküchenwetter, kann man sagen. Alles nass vom Regen und dann kam die Sonne wieder raus. Wir haben jetzt, glaube ich, so 28 Grad gerade und ja, ist wie in der Dampfküche so ein bisschen. Ja, und die Talsperre, das war ein bisschen schade, die war leer oder so gut wie leer und wir haben nicht so viel gesehen, außer eine Schlange. Ja. Eva hat ja riesen Panik vor Schlangen, deswegen wurde unten noch nicht mehr viel gefilmt, Eva wollte nur da weg, also ich hätte so eine Flucht aus dem Wald filmen können, glaube ich. Schnell. Hab da eigentlich verpasst, leider habe ich da auch nicht mehr filmen können, die Schlange war so schnell über den Weg weg, sie aber war riesig. Relativ groß. Sie war riesig, also 1,50 Meter lang ungefähr. Ja, zur Tour selber, wie gesagt, ganz schön abwechslungsreich, anstrengend und vor allem auch trittsicher, muss man sein, denn die Pfade sind so, ja. Doch sehr rutschig gewesen, jetzt auch durch so Schieferplatten, die nass waren und so. Ja. Also gerade auch mit dem Schuhwerk, wir waren heute mit Laufschuhen unterwegs, war ein bisschen doof, die Füße sind klitschnass, ja, shit happens. ja, wir haben uns gefreut, dass ihr wieder dabei wart und würden uns über ein paar Kommentare von euch freuen, natürlich auch über einen Daumen nach oben und sagen bis zum nächsten Mal bei Adventure Trails. Tschüss! Tschüss!